Hi Leute, willkommen zurück. Hier ist wieder eure Alice im Zockerland. Nachdem wir Ewigkeiten damit verbracht haben, Dr. Young zu finden, ist sie jetzt tot. Und jetzt müssen wir irgendein Labor zerstören, damit Joker nicht alle in Bane verwandeln kann, glaube ich. Ist das so richtig? Muss ich hier lang? Wo wollt ihr denn hin? Gut, weiter geht's. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Hey, was machst du da? Was hast du mich fertig zu machen? Drei Gegner, alle unbewaffnet. Wir sind im Tunnel und warten auf die Fledermaus. Quinn lief gerade Was? vorbei. Drei Gegner, alle bewaffnet. Ups. Sie auf Ältere. Hör auf zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige Ich dich. kann sagen. Ich gehe einfach hier oben lang. Hast das gehört, oder? Ja, du weißt, wo du mich findest. Später. Idiot. Ich muss da doch bestimmt raus. Der guckt dahin, der guckt dahin, der guckt dahin. Ist die Frage, kann ich mich da einfach so vorbeistehlen? Vermutlich eher nicht. Wie leise bin ich? Leise genug. Lass mich los, du verrücktes Miststück! Nein. Achso, ich habe den Modus noch an. Sicher. Bin ich hier noch richtig? Ich sehe doch da, hat er die. Ich dachte, das ist ja was anderes, weil er es nicht mehr anvisiert hat. Gut. Seit 10 Minuten ist es verboten, irgendwo in den Gängen der Anstalt umherzulaufen. Jeder, der dies tut, dem werden... Das ist doch unmöglich! Dem werden die Beine entfernt und er darf keine Joker-Zaubertricks vorführen. So, fertig. Okay. Jede Menge Gegner. Kann ich mich nicht da drüben? Warum kann ich mich nicht da drüben hinhängen? Da will ich dran. Ach, komme ich nicht. Gut. Kann ich nachvollziehen. Aber er hat es mir immer wieder befohlen. Wenn ich ins Auto renne, habe die ersten Schlampe überfahren, die ich gesehen habe. Joker schien zufrieden zu sein. Haha, der ist doch eine Lachnummer. Irgendwie geheimnisvoll. Verstehe mich nicht falsch, aber einen Moment ist er total durchgeknallt und im nächsten schmiedet er Pläne. Wer weiß. Ah, ich hätte mich doch da oben irgendwo. Wow. Ist das für eine Trophäe oder kann ich. Komme ich da wirklich irgendwo hin? Ich gucke erst mal, wie ich hier oben weiterkomme. Können die alle mal die Klappe halten? Das hier soll eigentlich ein Überfall sein. Ja, ich wollte die Sache nur entschärfen, weißt du? Bleib ganz ruhig. Und jetzt? Ich will nichts riskieren.
Vermutlich komme ich nicht weiter, bevor ich hier nicht alle gekillt habe. Weil die mich jetzt sowieso sehen werden. Sag ich doch. Mach auf! Mach auf! Ich gehe einfach weiter! Was war das denn? Ich bleib einfach mal oben. Oh, das ist ein bisschen sehr hoch. Ich will wieder runter. Da oben ist ein Scharfschütze, nehme ich mal an. Oh ne, ich habe echt keinen Bock mehr auf diese bescheuerten Gebisse. Ne, das kann ich aber ja nicht kaputt machen. Denke ich mal. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich jetzt muss. Die Spur einfach mittendrin wieder irgendwo aufgenommen. Du bist immer zu gedröhnt. Ja, das bin ich wohl. Hier! Scheiße, sind das alles? Oh, fuck! Lasst ihr mich mal kurz hier vorbei? Oh, ich kann auch nach oben. Ah, du solltest da doch nicht ganz runterspringen. Kommen die runter? Das wäre richtig cool. Dann würde ich jetzt einfach überall Fallen legen. Ah! Zu spät. Ich setz dich unter Strom. Fuck, die sind schon da! Das hat ihn ja gar nicht. Warum hat ihn das nicht? Ah, ich kann das gar nicht mehr machen. Was macht denn die Kamera? Achso. Ah, ja. Erstmal in Sicherheit oder auch nicht. Warum komme ich da nicht hoch? Was? Warum springst du nirgendwo rüber, du Arschgesicht, ey? Wo waren denn die Treppen? Wo waren denn? Ich habe mich jetzt völlig verlaufen. Da. Ich war doch richtig da. Links oder rechts? Also, sag mal. Bist du ein bisschen bescheuert oder was? Oh, der ist auch schon wieder da. Oh Gott. Ich mach Hackfleisch aus dir! Ja, machst du nicht. Das wird weh. Dein Gesicht wird ganz. Komm, hä? Komm! Ja, wo bleibst du denn? Traust dich nicht runter, ne? Ja,
ist mir gerade ein bisschen... Ey! Ich wollte ihn doch da unten... Ich... Ach so, der ist schon tot. Oder was auch immer der ist. K.O. Er ist K.O. Ich weiß nicht, was der manchmal... Wo ist er hin? Tot. Scheiße, der Scharfschütze hat mich entdeckt. Fuck. Dreck. Fuck. Komme ich jetzt irgendwo wieder aus seinem Sichtfeld raus? Shit. Aber ich konnte eine Tür öffnen, aber da muss ich gar nicht hin, oder? Komme ich von da? Sieht er mich hier? Wie lange bleibst du da noch stehen? Wenn ich gewusst hätte, dass er so lange da stehen bleibt. Lustig. So, aber nun muss ich den anderen Typen da unten ja auch nicht mehr erledigen. Nein! Ernst jetzt? Der ist da unten, einfach ganz alleine. Hallo? Wo ist mein Gel? Mann. Man kann es sich auch schwer machen, Batman. Ah. Hä? Wie bist du denn? Dankeschön, Batman. Die Wache hätte nicht mehr viel länger durchgehalten. Geht's ihm gut? Er hat sich am Kopf verletzt, als sie ihn zu Boden geschlagen haben. Führen Sie ihn so schnell wie möglich weg von hier. Bringen Sie ihn in die medizinische Abteilung. Das ist der sicherste Ort auf der Insel. Okay. Sobald er in der Lage ist zu stehen, gehe ich mit ihm dahin. Und ich laufe einfach mal über ihn rüber. So bin ich hier jetzt richtig. Oh, Scheibenkleister. Komme ich irgendwo hoch? Nein. Achso, das ist nur ein Tonband. Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Zaes, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen, Miss Cassidy? Wenn du dich auf diese Striche, auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe
Einstein. Wollen Sie sehen, wo? Ja, okay. So, dann wird es Zeit für eine Pause. Das war ein bisschen ereignislos, die Folge. Ja, also ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel überhaupt noch geht. Ich habe da so überhaupt keine Vorstellung von. Kann es noch viel weiter gehen, als ich zerstöre das Labor? Wer weiß. Wir werden es sehen, irgendwann. Ich danke euch fürs Zuschauen und sehe euch dann beim nächsten Mal. Tschüss.